Herzlich willkommen zu diesem Video und ich möchte ein paar Worte verlieren über das Thema, wie finde ich eine Klinik, eine gute Klinik, wo finde ich stationäre Hilfe, wenn ich in einer schweren Krise bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich keine Perspektive mehr sehe und die Probleme weder selbst noch vielleicht mit ambulanter Therapie lösen kann. Diese Fragen bekomme ich immer wieder gestellt. Kannst du was empfehlen? Kannst du eine Klinik empfehlen? Wo soll ich hin? Ich kann nichts wirklich empfehlen, weil ich das selber in den Kliniken nicht durchgelaufen habe, das Programm. Deswegen kann ich nicht sagen, die empfehle ich oder die empfehle ich nicht. Es wäre auch gar nicht so gut. Besser ist, wenn du dich selber auf die Suche machst. Also ich werde dir jetzt natürlich wirklich profunde Tipps geben und wirklich eine Anleitung, wie du eine gute Klinik und generell Therapeuten findest. Aber es ist wichtig, dass du selber diese Klinik aktiv suchst und findest, damit das deiner Energie entspricht. Ja, wenn ich dir was empfehlen würde, könntest du dem zwar folgen, aber dann ist es wieder nicht deine Aktivität, deine Energie. Dann passt das nicht, vielleicht nicht ganz zusammen. Also deswegen halte ich es für besser, dir das Handwerkszeug zu geben oder die Anleitung, wonach du suchen solltest, nach meiner Meinung, und dass du dann selber den Weg gehst und entsprechend einen Ort findest. Prinzipiell ist es so, dass ich den Klinikaufenthalt gut finde, in dem Sinne, dass dort eben rund um die Uhr Betreuung ist und du rund um die Uhr eben nicht alleine bist. Also du bist in einem völlig anderen Feld, wo du nicht alleine bist, wo Menschen da sind und sich um dich kümmern. Ja, Gleichgesinnte oder Gleichbetroffene und eben auch Fachpersonal. Von daher ist das erstmal in jedem Fall eine gute Sache, die für einige Menschen tatsächlich auch die Wende gebracht hat, weil sie mal über Wochen oder vielleicht sogar Monate ununterbrochen in Verbindung, in Kontakt und Austausch sind, was sie vielleicht privat selber so nicht hinbekommen. Also deswegen ist das an sich prinzipiell eine gute Idee, eine Möglichkeit, und es kann wirklich zu einer tiefen Transformation führen. Andererseits ist es natürlich ein künstliches Setting und ich empfehle, wenn es geht, sollte man versuchen, seine Probleme ambulant und in dem Leben, in dem man nur jetzt ist, zu lösen. Ja, weil alles, was in der Klinik passiert, muss ja dann in den Alltag übertragen werden. Und wenn ich meine Probleme aber da, wo ich lebe, mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, löse, dann habe ich die Dinge dort gelöst, wo ich bin. Ja, und das heißt, dieser Schritt, das dann ins eigene Leben zu übertragen, der entfällt dann. Die Frage ist einfach, hast du ambulant die Möglichkeit, dir Menschen zu finden? Hast du dort jemanden gefunden? Geht es dir so weit ganz gut, dass du arbeiten kannst, wo du bist? Oder geht es dir so schlecht, dass es wirklich keinen Sinn macht und dass du wirklich einen stationären Aufenthalt dir suchen sollst? Diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Das musst du selber entscheiden. Aber ich möchte dir in dem Fall jetzt ein paar grundlegende Tipps geben, wonach du suchen solltest. Mein Verständnis ist, dass das Leiden an zwei Faktoren hängt. Und das ist einmal der Stress im Körper, ja, also die Dysregulation, und zum anderen inadäquate destruktive Beziehungsmuster. Und tatsächlich ist meine Sicht sogar so, dass der Stress im Körper, also die Dysregulation, Folge eines Defensivkreislaufes ist, der auf der Beziehungsebene läuft. Und das wiederum kann man runterbrechen auf Gedanken, auf Projektionen, also auf das, was ich auf den Beziehungskontext projiziere, auf was ich auf den Menschen, der mir näher kommt, projiziere. Und das ist aus meiner Sicht die Ursache dafür, dass heute immer noch Stress und Dysregulation im Körper ist. So, wenn ich also einem Menschen wirklich helfen will, dann macht es keinen Sinn, aus meiner Sicht, an der Peripherie zu arbeiten. Ja, also an Ebenen, die da sozusagen folgen. Ja, und es gibt so Angebote wie Skilltraining und Symptombearbeitung, also
alle Angebote, ja, die dort ansetzen, davon würde ich eher abraten. Ich würde eher zu einem Angebot raten, wo an der Ursache angesetzt wird. Und das ist wiederum, wie gesagt, das ist die Etablierung neuer Bindungsmuster, also ein neues Verständnis, neue Erfahrungen, was Kontakt und Beziehung ist und in der Folge eben die Regulation im autonomen Nervensystem. Und das kann ja ruhig parallel erfolgen. Ja? Also es kann zum Beispiel so aussehen, dass in der Therapie an der Beziehungsebene, an der Bindungsebene gearbeitet wird und gleichzeitig SE oder TRE praktiziert wird oder was auch immer, um dem Körper zu helfen, parallel den Stress loszuwerden, ja, also den aus dem System zu entlassen. Aber solange die Bindungsebene eben nicht aktualisiert wird, wird alles letztlich nicht grundlegend etwas ändern. Das heißt, du müsstest schauen, wenn du dir eine Klinik anschaust und am besten mit den Ärzten und Psychotherapeuten dort vielleicht mal sprechen auch, vielleicht fährst du mal hin und redest einfach mal mit denen, dass du ein Verständnis bekommst, von wo aus die arbeiten, also welchen theoretischen Hintergrund die haben, von welchem theoretischen Unterbau gehen die aus. Ja? Also gehen die davon aus, dass du dich einfach nur anders verhalten musst, damit alles gut wird? Oder haben die ein tiefes Verständnis für die Neurophysiologie, was Trauma angeht und die Bindungsdynamiken und das im Zusammenspiel? Und das wäre etwas, was dann zu empfehlen wäre. Ja? Und wenn es immer darum geht, sozusagen, wenn die Sicht eher ist, dass du eine Maschine bist, die einfach wieder zum Funktionieren gebracht werden soll, dann würde ich davon eher abraten. Und das sind eben alles Dinge, wo am Symptom angesetzt wird, an den Symptomen. Ja? Also irgendwas an dir zu verändern, an deinem Verhalten und so weiter, damit du wieder funktionierst. Das sind Dinge, wo ich abraten würde. Besser ist aus meiner Sicht, wenn dort an dem eigentlichen Problem, an der eigentlichen Ursache gearbeitet wird, die nichts mit Symptomen zu tun hat, nämlich in der Art, wie du in Kontakt trittst, wie du in Beziehung trittst, was da für Konzepte und Ideen verbunden sind, diese zu aktualisieren und damit den Stress im Körper aufzulösen. Und das hat was im Wesentlichen mit, ich hatte es ja schon gesagt, mit der Neurophysiologie zu tun. Vor allem wäre so ein Stichpunkt Polyvagaltheorie. Ja, das ist so eins der theoretischen Säulen, nach denen ich auch arbeite. Und auf der Bindungs-Beziehungsebene wäre der Favorit, mein Favorit ist NARM. Ja? Da könnte man also fragen, man könnte mit den Leuten mal sprechen. Und ich meine das nicht im Sinne von einer Konfrontation, einfach herausfinden, wie die arbeiten und was, ne, nach was du auf der Suche bist. Weil wenn du auf der Suche danach bist, deine Beziehung, sozusagen, wenn du das alles verstanden hast und ein Szenario suchst, um deine Bindungsfähigkeit zu lösen. Und dort wird aber an Skills gearbeitet und Resilienztraining gemacht, dann passt das ja nicht zusammen. Deswegen solltest du nicht einfach irgendwo hingehen, sondern das wirklich, wirklich abklären. Lass wirklich sprich mit den Menschen, die sind ja in der Regel offen dafür. Ja. Also konkret würde ich so Sachen fragen. Bieten Sie TAE an? Somatic Experiencing? NARM? Neuroaffective Relational Model. Arbeiten Sie nach der Polyvagaltheorie? Kennen Sie die überhaupt? Ja. Wie sehr geht es bei Ihrer Arbeit um die Bindungsdynamik und Bindungstheorie? Das sind so Fragen, die in diese Richtung zielen, ne? Und ich habe mal ein paar Bücher hier mitgebracht, ja, dass auch sozusagen klar ist, worum es da geht. Das ist das NARM-Buch, das berühmte NARM-Buch, was ich als das absolut allerbeste Buch und Therapie für Entwicklungs- und Bindungstrauma halte. Ja, also das wäre schon gut, wenn das zumindest bekannt ist. Dazu gibt es ja inzwischen das Buch von Larry Heller, der hat es rausgebracht für Therapeuten, für Kliniker, wo konkret die Methode beschrieben wird, wie man die anwendet, also sozusagen die NARM-Anleitung für Therapeuten. Dann die Polyvagaltheorie wäre das hier, nicht unbedingt das Buch, das ist jetzt so ein allgemeinverständlicher Einstieg in Form von Interviews, aber einfach, dass ihr mal
das konkret gesehen habe, dass es nicht einfach nur Worte bleiben. Dann natürlich meine eigene Arbeit ist natürlich auch, was ich empfehle, logischerweise. Meine Methode heißt Floating, das ist in diesem Buch beschrieben, das ist das Floating-Handbuch für Therapeuten. Das ist eine komplexe Arbeit zur Auflösung von Bindungs- und Entwicklungstrauma, die in der Gruppe stattfindet und die von mir entwickelt wurde. Das ist das Buch dafür. Und natürlich ehrliches Mitteilen. Das ist jetzt nicht der therapeutische Kontext, aber natürlich, wie immer, ist das die Basis von allem. Auch Floating basiert auf ehrlichem Mitteilen. So, das sind so ein paar Tipps. Und natürlich ist es immer wichtig, dass die Methoden und das Wissen alleine eben nicht ausreichen oder nicht allentscheidend sind, sondern es ist auch wichtig, was diesen Menschen betrifft. Also wichtig ist auch, dass ihr fragt, welche Prozesse die Therapeuten und Ärzte dort selber durchlaufen haben. Weil wenn jemand nicht durch seinen Ego-Tod durchgegangen ist, dann wird das schwierig für denjenigen, ein anderes Nervensystem, was durcheinander ist, auf dem Weg zu halten, beziehungsweise überhaupt zu sehen, wo es lang geht. Und dann ist die Gefahr immer, dass eine Methode mechanisch angewendet wird, aber es nicht zu dieser tiefen Bindung zwischen dir und dem Therapeuten kommt, weil das ist nur möglich, wenn der Therapeut selber wie so durch den Tod gegangen ist. Ja, ich kann das nicht anders sagen, weil das ist so, so fühlt sich das einfach an. Das heißt, der Mensch ist auch entscheidend, die Persönlichkeit, hat der eine wirklich liebevolle Absicht? Ja? Spürt ihr da was Herzliches? Spürt ihr eine große Klarheit? Ja, wenn jemand spricht, spürt ihr da diese Klarheit, diese Autorität, die nicht aus Büchern kommt, sondern aus der Klarheit des Verständnisses und der eigenen Erfahrung. Ja, also das wäre das, was ich versuchen würde herauszufinden. Und macht es nicht alleine, ja, nehmt jemanden mit, damit ihr selber Ressourcen habt, dass ihr euch sicher fühlt, nehmt ruhig ein, zwei eurer nächsten Menschen, denen ihr vertraut, mit zu so einem Gespräch und dann klärt das ab. Und es ist wirklich besser, da ein bisschen länger zu recherchieren und verschiedene Kliniken abzuklopfen und dann wirklich dahin zu gehen, wo euer Innerstes sagt, ja genau, das in diesem Gespräch ist zwischen mir und dem, der da euch gegenüber sitzt, Arzt oder Psychotherapeut, da ist was passiert, was, ich verstehe das vielleicht nicht, aber da ist irgendwas passiert, wo ich sage, ja da, Das fühlt sich gut an, da möchte ich mehr von oder da kann ich vielleicht vertrauen. Also das wären so meine Vorschläge für Kliniksuche. Und ich wünsche dir, wenn du davon betroffen bist, wirklich alles, alles Gute.